Ja, liebe Freunde, das Coronavirus hat uns leider in seinen Bann. Da ist es legitim zu fragen, wie gehen denn die Legenden des österreichischen Fußballs mit dieser Situation um? Und den ersten habe ich schon vor dem Mikrofon. Herzlich willkommen, Herbert Prohaska. Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, vor Ihnen sprechen zu können. Wie habe ich mich auf die Quarantäne vorbereitet? Ich habe gerade noch am Freitag und am Samstag geschaut, dass ich mich eindecke mit den wichtigsten Dingen. Das Wichtigste war auf jeden Fall ein Buch, das ich mir gekauft habe, nämlich Deutsche Grammatik Teil 1, nämlich Fälle für alle Fälle. Den Nominativ, den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ. Also ich kann mich jetzt tief in die deutsche Grammatik hineinwursteln in den nächsten 14 Tagen und werde sicher gestärkt herauskommen. Wie ich glaube, auch Österreich wird das tun. Die spielen ja im Moment nach dem Motto Carpe Diem, nütze das dem, also einem für allem, allem für einem. Wirklich, glaube ich, mit einer großen Zukunft. Dazu muss man kein Prolet sein. Ja, vielen herzlichen Dank, Herbert Prohaska. Ja, wenn man in Quarantäne ist, wenn man auf sich zurückgeworfen ist in den eigenen vier Wänden, da ist es auch legitim zu fragen, wie gehe ich damit um? Hans Krankl, wie gehst du damit um, wenn du auf dich zurückgeworfen bist? Also so diese Frage, natürlich, man ist ständig auf sich zurückgeworfen, oder? Wenn man in den Spiegel schaut, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich, der Goleador von Barcelona, ich, der Siegestorschütze von der 3:2 gegen Cordoba, ich habe das immer wieder für mich gesehen. Ich bin ein selbstbewusster Kerl, gehe positiv hinaus, ich bin gut, vielen herzlichen Dank, tschüss. Okay, alles klar, also für ihn ist alles primär und natürlich auch sicher in dieser Situation. Toni Polster ist ein interessantes Phänomen, denn in der Quarantäne ist man ja auf sich selber, aber auch auf engstem Raum ein bisschen zurückgeworfen. Und Toni Polster wird sicherlich mit engstem Raum, nachdem er auf dem Feld auch immer auf engstem Raum aktiv und top unterwegs war, kein Problem haben. Oder siehst du das anders, Toni? Du hältst dich ja topfit, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Ich bin einer der fittesten Spieler nach wie vor, denn ich halte mich mit Weichkäse fit. Ein so ein Eckerl macht ja 40% fit, steht da schon drauf. 40% FIT. Also machen 1,40%, 2 zwischen 70 und 90% fit, aber ich esse immer 3. Dankeschön, Toni Polster. Weiterhin so fit bleiben. Einer der wohl fittesten Spieler ist Marko Arnautovic und da fragt man sich natürlich bei diesen neuen Vorgaben, die es jetzt gibt, Hände waschen regelmäßig, nicht mit der Hand ins Gesicht fahren, niesen in der Armbeuge. Wie geht denn Marko Arnautovic damit um? Also, für mich ist kein Problem. Die Vorgaben sind gut. Ich denke, es ist wichtig, wenn jeder sich daran hält, dann ist kein Problem. Weil wir haben eine gute Regierung jetzt, eine gute Situation. Und ich glaube auch, wenn wir das machen, dann kann man auch viel machen. Und sicher, ich mache mich auf jeden Fall. Also ich bin gut, weil ich spiele in China, da ist viel los. Und auch jetzt für die österreichische Nationalmannschaft. Dort Corona, da Corona. Ich glaube, wir werden gut damit umgehen und freue mich drauf. Ja, danke. Ja, also Marko Arnautovic wie immer sehr informativ in seinen Aussagen. Bleiben wir am Ende noch bei einem Mann, der natürlich mit seinen über 85 Lenzen bereits zur Risikogruppe gehört und das ist Otto Baric. Ihn jetzt die Frage, wie er mit der Corona-Situation umgeht. Bitte, Otto. Ja, schauen Sie, ich denke, wir haben eine maximale interessante Situation. Im Moment habe ich selber sowas noch nie erlebt. Ich bin gut aufgestellt, zu Hause, bleibe in meinem Familienstadion, gehe nichts hinaus. Und ich muss sagen, die HSV-Hilfsbereitschaft und die Sampdoria-Solidarität, die gehen jetzt in Tabelle ordentlich in Führung. Und ich möchte nochmal Danke sagen. Danke an all die tollen Helferinnen und Helfer auf Spielfeld, die jetzt im Moment maximal viel leisten. Ob das sind PSV Polizei, Fortuna Feuerwehr, Rosenborg Rettung. Wir haben Lazio-Lehrer oder KSV-Kindergartenpädagoginnen, natürlich auch Ajax-Ärzte und die KSV-Krankenschwestern und Krankenpflegerspieler ganz vorne dabei, aber auch Mühlmänner United zum Beispiel oder die FC-Lebensmittelkicker, die DSV-Drogeriekicker oder die Ajax-Apothekenkicker, Atletico-Apotheke, also die sind vorne dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an Borussia-Busfahrer, Union, U-Bahn-Fahrer und natürlich auch an andere, mit denen Österreich maximale in Lokführung geht. Vielen Dank für alles. Ich glaube, damit wird Österreich sicher Sieger in Champions League, im Cup der Cup-Sieger, aber ganz sicher im Cup der guten Hoffnung. Und dazu wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Als Oliver Hochkofler sage ich Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie gesund. Alles Liebe.